Abend zu früher Stunde. Ja, Sonntagmorgen, noch nicht ganz 6 Uhr. Wir sind seit 4:30 auf. Und wie kürzlich ja schon gesagt, in dem Video zu unserer Trauung auf der MSC Orchestra, die Erinnerung kam hoch, weil eben heute relativ spontan eine Besichtigung der MSC Preziosa für uns ansteht. Ja, und da geht es dann gleich auf nach Hamburg. Wir fahren so circa 2,5 Stunden. Los geht's zwar erst um 10:45 Uhr, aber man möchte ja pünktlich sein und lieber etwas früher als spät, Parkplatzsuche und so weiter. Ja, und dann hoffen wir einfach, dass das Wetter dann ein bisschen besser wird, gerade so, wenn wir dann oben das Pooldeck besichtigen werden. Denn im Moment ist es hier mal wieder am Regnen, wie gestern bei unserem Besuch bei der Encore auch. Aber auch da konnten wir ein bisschen abwarten und dann wurde es ja doch noch so, dass man zumindest im Trocknen das Schiff gut ansehen konnte. Heute wird sich ja auch einiges im Inneren abspielen. Wir dürfen dort noch essen. Darauf freue ich mich, denn das Essen bei MSC war zumindest damals, als wir 2008 und 2009 dort waren, wirklich richtig, richtig gut. Ja, und dann schauen wir einfach mal und natürlich werde ich entsprechend filmen, Fotos machen. Ja, und bin ganz gespannt, denn es ist ja jetzt auch so, dass MSC wohl einen ganz speziellen eigenen Duft kreiert hat, den es dort auch wohl als Parfum gibt. Und ich habe so oft gelesen, dass im Prinzip, wenn man auf das Schiff kommt, schon das ganze Schiff danach riecht. Das war, meine ich, damals noch nicht so, weil da kann ich mich jetzt überhaupt nicht dran erinnern. Sei es drum, wir werden es sehen und ich bin ganz gespannt. Ja, und dann hören wir uns später. Bis dahin. Angekommen und es hat zum Glück erstmal aufgehört zu regnen, denn auf der Fahrt habt ihr gesehen, war es immer noch so am Regnen wie in Lingen, als wir losgefahren sind. Ja, hinter uns oder hinter mir seht ihr auch schon die MSC Preziosa. Wir haben jetzt noch massig Zeit, wir sind sehr früh los gewesen, aber sind super durchgekommen und haben jetzt ein bisschen abseits geparkt, ein kleines Stück gelaufen. Jetzt müssen wir gleich noch weiter Richtung Terminal. Ja, und dann geht es erst um 10:45 Uhr eigentlich aufs Schiff. Aber ich bin schon ganz gespannt und freue mich dann darauf, eigentlich mal wieder auf einem Schiff zu sein. Bis dann, tschüss! Ja, also das Cruise Center hier ist wirklich richtig schön. Ich meine, wir waren ja kürzlich erst hier, als wir auf der AIDA Perla waren, aber da haben wir das nicht so wahrgenommen, weil da sind wir ja von der Aura hergefahren mit der Begleitung von AIDA und das ging dann alles sehr fix und da war das hier auch sehr, sehr voll schon. Da war eben auch Einschiffungstag und heute sind wir recht früh hier und da sehe ich das alles mal so und ich muss sagen, wir waren ja letztes Jahr, sind wir ja von Cape Liberty in New York bzw. New Jersey los. Und das war wirklich eine Katastrophe. Das war einfach so eine lieblose Halle. Und wenn man es hier so guckt, also es ist wirklich schön gemacht. Auch so mit diesem Café dort und mit dieser Bar und den Bildern. Also es gefällt mir hier gut. Also es ist wirklich schön. Thank you.
einfach so erzählen würde. Also wie ihr seht, es ist jetzt wenigstens mal trocken, wo wir hier im Außenbereich sind. Wir haben gerade mega, mega, mega lecker gegessen und ich kann sagen, das Essen bei MSC ist immer noch so genial wie damals, als wir 2008 und 2009 selber mit MSC gefahren sind. Mega freundliches Personal wieder, also das sind Welten zu AIDA. Wir waren ja kürzlich auf dieser AIDA-Besichtigung und waren da echt schockiert, wie unmotiviert das Personal da war, es kam kaum ein Hallo oder sowas. Und hier, egal an wen man vorbeiläuft von den Crewmitgliedern, ob das jetzt Bar ist, ob das im Restaurant ist, unten bei den Kabinen, wo wir gerade geguckt haben, jeder mit einem Hallo, mit einem Lächeln und so. Also wir fühlen uns hier schon wieder wie damals, einfach nur wohl. Und also wenn irgendwo mal das passende Angebot ist, wir möchten ja unbedingt nochmal Seaside oder Seaview kennenlernen und mal selber mitfahren. Also das... wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass es bei MSC immer noch toll ist. Und ja, also hier Pooldeck, wie gesagt, ihr seht, ganz schick. Wetter ist jetzt zwar nicht ganz so gut, aber es ist schon mal schön, dass es jetzt endlich mal wieder ein bisschen trocken ist.
Abschied nehmen. Hinter uns liegt sie noch. Wir mussten leider wieder runter. Hätten uns ja gerne noch versteckt. Ja, es war richtig, richtig toll. Wir persönlich hatten sofort wieder dieses Gefühl von nach Hause kommen. Dabei ist es jetzt 10 Jahre her, dass wir die letzte Kreuzfahrt mit MSC gemacht haben. Ja, einfach, man spürt es so, hier fing die Leidenschaft fürs Kreuzfahren an und das hat auch nichts davon verloren. Also dieses Schiff, wie schon die beiden, die wir kennen, sprich die Orchestra und die Splendida, mega, mega schön, wirklich stilvoll eingerichtet, elegant und trotzdem modern. Das Essen war genial, dieser Brownie. Oh, ich hätte am liebsten, wenn er nicht so kalorienreich wäre und wir Zeit gehabt hätten, noch mehr zu essen, hätte ich mit Sicherheit noch ein oder zwei davon essen können. Nein, aber wirklich, das ist wirklich eine richtig tolle Sache und MSC hat nichts, aber auch gar nichts von Freundlichkeit, Service oder eben auch Geschmack beim Essen und bei den Schiffen eingebüßt. Ja, jetzt machen wir uns wieder leider auf die Heimreise. Bis wir dann selber in See stechen, dauert es ja noch ein paar Monate, aber es war auf jeden Fall wieder ein schöner Tag, weil alles, was man so mit Schiffen macht, ist für uns einfach immer schön. Wir hören uns dann im nächsten Video. Tschüss!